Moin Leute, ich bin der Steffen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gehen wir wieder auf ein paar Fragen von euch ein. Vorweg aber mein erster Eindruck von der neuen Season White Noise. Wie findest du die neuen Operator? Ich beginne hierbei mit Sophia, in meinen Augen die stärkste von den drei neuen Operatoren, die am meisten Einfluss haben wird. Denn ihre Spezialfähigkeit haut wirklich rein. Zwei Kontaktgranaten, um Löcher reinzuballern oder auch um Schaden zu machen, macht über 50 Schaden, also kann auch jemanden töten, wenn man zweimal trifft. Und eben vier Betäubungsgranaten, womit man jeglichen Verteidiger stunnen kann, ist schon ziemlich heftig. Jäger kann die Granaten zwar abfangen, aber ein ADS reicht da nicht. Deswegen denke ich mir teilweise so, sind vier Betäubungsgranaten nicht eventuell zu viel, könnten sie vielleicht doch eher zwei oder drei sein. Denn die Verteidiger kann man mit Sophia wirklich einheizen, ob nun Roamer oder auch Onspot-Spieler zum Teil. Wenn die gestunt sind, hat man als Angreifer eben schon einen recht leichten Kill. Die Waffen hauen auf jeden Fall auch rein, die AK spiele ich da am liebsten und wir haben eben bei Sophia sehr oft den Vergleich mit Ashe, der zum Teil Sinn macht, aber auch zum Teil merkt man schon, da sind Unterschiede vorhanden. Ashe hat einmal drei Geschwindigkeitspunkte, ist damit einfach wesentlich schneller und auch dieser Punkt mit der Art und Weise, wie die Explosion losgeht. Bei Ashe haben wir eine kleine Verzögerung bei ihrer Sprengladung. Das gibt mir die Zeit, von einem Granatwerfer auf Sturmgewehr zu wechseln und dann, wenn die Explosion losgeht, direkt rein zu pushen. Wenn ich mit Sophia ein Loch in die Wand schieße, ist das Loch sofort da und ich stecke quasi noch in der Wechselanimation drin, wenn das Loch schon da ist und wird vielleicht dummerweise schon gepickt und gekillt. Also mit Ashe geht dieser Rush einfach noch ein bisschen besser und Sophia füllt eher so ein Mittelding aus zwischen Fragger und auch Supporter, wogegen Ashe halt ganz klar nur auf Frags ausgelegt ist. Ich finde also, der Vergleich ist, es sind mehr möglich. Man kann Sophia auch mit mehr Operator vergleichen als nur mit Ashe. Und beide Operator sind auch sehr stark. Weiter zu Vigil, der sich in meinen Augen nur wirklich lohnt, wenn man sich viel bewegt, wenn man wiederum nur in einem Raum spielt, sich da so ein bisschen hin und her bewegt, dann könnte man auch einfach eine Mute-Jammer an den, oder mehrere Mute-Jammer natürlich an mehreren Türen platzieren und dann könnten auch mehrere Spieler davon profitieren und nicht nur man selbst. Vigil lohnt sich eben dann, wenn man viel in Bewegung ist und damit quasi einfach nur Zeit rausholt. Die Angreifer immer wieder dazu zwingt, neue Drohnen reinzuwerfen, dass ihre ganzen Drohnen verschwenden müssen, nie so sicher pieken können, ihr euch dadurch dann die Chance rausholt, indem ihr eher an einem Off-Angle spielt. Da kann Vigil schon was rausholen, ist aber auch mit einem sehr großen Risiko verbunden. Wenn ich mit Vigil irgendwann mal in einen Raum zurückgetrieben wurde und dort keine richtige Rotation mehr habe, dann bin ich ein leichtes Ziel. Deswegen empfehle ich oft mit Vigil auch sogar echt die Impact-Granaten mitzunehmen. Starke Waffen hatte auf jeden Fall auch, die Schrotflinte dazu gab es ja gerade erst das Video, aber auch seine SMG ist definitiv sehr stark. Er hat aber auch seine Konter, Dokibi als auch Jackal, wenn die gepickt werden, dann kriegt auch Vigil irgendwann Probleme. Dennoch ein Operator, den man hier und da wirklich picken kann, wenn man auf starkes Roaming geht. Er ist aber kein Operator, den ich auf allen Karten spielen würde. Und dann noch Dokibi, die eine super Supportrolle mit ihrer Fähigkeit erstmal übernehmen kann. Darunter natürlich das Roamer finden, wenn sich gerade einer in der Nähe befindet, dann mal anzurufen und dann zu hören, oh, wo kommt der Sound her? Und sobald man die Chance hat, mal eines der Telefone zu hacken, dadurch die Möglichkeit zu bekommen, auf die verschiedenen Kameras zuzugreifen. Aber sie sind ja auch nicht komplett weg für die Verteidiger. Ab dem Zeitpunkt gilt eben, sie können für den Verteidiger ein Vor- und Nachteil sein, sie können für den Angreifer ein Vor- oder Nachteil sein. Da gilt es dann abzuwägen, welche mache ich nun Schrott und welche eher nicht. Dass man auch die Kameras von Valkyrie bekommt, finde ich schon ziemlich krass. Also vielleicht könnte man so machen, dass man die nur kriegt, wenn man auch Valkyries Telefon selbst hackt. Einen weiteren Pluspunkt bekommt Dokibi noch für ihre Rauchgranaten, weil die können beim Platzieren des Entschärfers nochmal sehr nützlich sein. Bei ihr lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man versucht, möglichst lange zu überleben, damit man möglichst viele Fähigkeiten, Gadgets aus ihr rausholen kann. Also auch hier wieder ein Operator, den wir ab und zu sehen werden. Ich denke, Sophia wird sich da am meisten durchsetzen, aber keiner ist nutzlos. Wie findest du die neue Tower Map? Erstmal natürlich sieht sie grafisch als auch vom Design her einfach großartig aus. Wahrscheinlich die schönste Karte, die wir bis jetzt bekommen haben. Vom Aufbau her, ich finde das untere Stockwerk immer noch so ein bisschen kompliziert. Das sind sehr viele kleine einzelne Räume. Das hätte man vielleicht etwas reduzieren können, beziehungsweise eben die Räume zum Teil etwas größer machen können. Und auch mehr unterschiedlich voneinander. Also gerade so bei diesem T-Bereich, da sieht das teilweise schon sehr, sehr ähnlich aus. Da finde ich das obere Stockwerk viel besser, das gefällt mir richtig gut. Man hat eine viel bessere Übersicht, Sachen sind klarer, unterscheidbar voneinander und ich finde mich da besser zurecht. Insgesamt nochmal eine Karte, wo Aiming und Reaktion noch mehr erfordert werden als vielleicht auf anderen Karten. Aber auch hier lassen sich verschiedene Taktiken aufbauen. So richtig werden wir das aber wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen erfahren, weil wir da einfach noch weiter für spielen müssen, um da neue Erfahrungen sammeln zu können. Ganz besonders mag ich aber, wie viele Möglichkeiten man hat,
anzugreifen. Entweder direkt ganz schnell über den Fahrstuhl oder über den Catwalk oder auch einfach ganz simpel, indem man sich draußen langseilt und irgendwo reinspringt. Insgesamt gefällt mir die Karte also schon sehr gut. Ich finde eben nur, dass das untere Stockwerk noch so ein bisschen poliert werden könnte. Das ist halt so mein einziger großer Kritikpunkt. Warum schießt du immer mit Mira rechts und links ans Mira-Fenster, obwohl die Wand verstärkt ist? Welchen Vorteil hat man davon? Man hat den Vorteil, dass man mehr sieht. Denn wenn ihr einfach nur so das Mira-Fenster dran platziert, werdet ihr am Rand des Fensters immer noch, ja, die Reste von der Wand haben, die so ein bisschen eure Sicht blockieren. Die könnt ihr einfach wegballern und dadurch könnt ihr mehr nach links, mehr nach rechts und auch entsprechend nach oben und nach unten schauen. Das müsst ihr nicht zwangsweise erst nachdem ihr euer Mira-Fenster platziert habt machen, sondern das könnt ihr auch einfach vorher schon den Kram wegballern und dann das Mira-Fenster platzieren, habt ihr dennoch eure freiere Sicht. Und logischerweise, so mehr man sieht, desto besser. Ich kann Gegner vielleicht noch mal eine Sekunde früher erkennen. Oder auf Oregon zum Beispiel, wenn ich in der Laundry spiele, ich kann den Dropper auch im Stehen erkennen, wenn ich da das typische Mira-Fenster habe. Und würde ich es nicht wegballern, ginge es nur, während ich in der Hocke bin. Man kann sich also hier und da schon Vorteile rausholen, indem man die Reste von der Wand noch wegballert. Jetzt nochmal drei Fragen, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen, die ich aber auch nochmal gerne beantworten möchte. Findest du, dass es zu viele asiatische Operator gibt? An sich sind es gar nicht so viele. 3 von 13 Spezialeinheiten oder eben 3 von 12 verschiedenen Nationen sind asiatisch, macht eben ungefähr ein Viertel. Das, denke ich, ist nicht übertrieben viel, sondern ein normaler, passender Wert. Es kommt nur so viel vor, da sie alle so nah beieinander released wurden. Die 3 asiatischen Spezialeinheiten kamen eben innerhalb knapp über einem Jahr. In den Zeitraum hatten wir zwar mit Spanien und Polen schon noch andere Spezialeinheiten, aber primär eben nur asiatische. Und dadurch entsteht natürlich der Eindruck, dass es jetzt so viele sind, obwohl es jetzt insgesamt, wenn man alle zählt, nicht besonders heraussticht. War es vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt von Ubisoft zu sagen, wir machen sie alle erst später und so nah beieinander. Hätte man das einfach von Anfang an breiter aufgeteilt, wäre das wahrscheinlich keinen wirklich negativ aufgefallen. Für mich persönlich ist es auch nicht so schlimm, weil ich auf der einen Seite Asien sehr interessant finde. Südkorea hat mich wirklich auch groß drauf gefreut. Und irgendwo ist es eben auch nur Design. Am Ende picke ich einen Operator wegen seiner Spezialfähigkeit und nicht aufgrund seiner Spezialeinheit. Die nächste Frage, warum bringen sie nochmal Operator aus Frankreich, Russland und Co.? Warum bringen sie nicht mehr neue Nationen ins Spiel? Ich denke mal, weil es in den Seasons, wo das der Fall ist, auch keine neue Map geben wird. Wiederum bei den Seasons mit Italien und Marokko kriegen wir auch gleichzeitig eine neue Karte dazu. Könnte eventuell im Zusammenhang mit Polen liegen, weil die Polen-Operator ja auch keine Karte bekommen haben und da es schon viele Beschwerden gab, dass Ubisoft jetzt dem eher aus dem Weg gehen möchte. Oder auch um langfristig zu planen, um eben über die Jahre hinweg, je nachdem wie lange Rainbow Six Siege noch uns erhalten bleibt, sie eben noch Spezialeinheiten in ihrer Reserve haben. Und zuletzt noch dieser Kommentar. Ich frage mich, warum die marokkanischen Operator kommen. Ich habe noch nie von denen gehört. Warum veröffentlichen sie stattdessen nicht Operator aus Österreich oder der Türkei? Das lässt sich ziemlich einfach beantworten, weil Ubisoft speziell eben Operator aus Afrika haben wollte und Österreich sowie die Türkei nicht in Afrika liegen. Und dazu kommt auch noch, dass sie mit Italien ja schon Operator aus Europa haben. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ihr Fragen habt, ballert sie in die Kommentare. Ein paar davon picke ich dann fürs nächste Video. Und sonst wünsche ich euch beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.